Hallo zusammen. Wir starten heute in Bad Riepoldsau und laufen zum Glasperlsee. Eine Runde rund mit ca. 16 Kilometern. Genau. Ja, das wird auch als das blaue Auge bezeichnet, wegen seiner Unberührtheit. Also ich freue mich riesig. Ja, lasst uns starten. Es geht gleich zackig den Berg hoch, habe ich gehört. Ja. Kommt mit. Bis später. Guckt euch mal diese Ziegen an, das sieht hübsch aus. Und hier eine, die da steht, da im Baumstumpf. Witzig. Jetzt auf dem Weg hier entlang kommen wir an einem schönen Bauernhof vorbei, einem Schmidt-Bauernhof. Und der hat richtig schöne Außenterrasse. Das müsst ihr euch mal angucken. Hier mit einer kleinen Terrasse. Und hier auch nochmal schön. Also wenn man hier nicht toll sitzen kann, dann weiß ich auch nicht. Das müsst ihr euch mal angucken. Das ist eine schöne Ruhebank und daneben ist eine Holzstapel mit einem Herzchen drin. Und gleich eine Mühle. Das ist schön. Das sieht dann nett aus. Warum ist da kein Fenster mehr drin? Ich weiß es nicht. Kann man da reingehen? Am Anfang an dieser Tour geht es relativ lang, immer der Straße entlang. Das ist das nicht so schön. Aber es ist halt so, das ist halt auch kein Genießerpfad. Hier gibt es einen Honigbienenpfad. Ich zeige euch mal schon ein paar Impressionen davon. Bleibt mal dran. Ein Schaubienenhaus. Ich weiß jetzt nicht, ob das heute geöffnet hat. Ich kann mir aber vorstellen, wegen Corona, dass es auch zu hat. Aber interessant ist es auf jeden Fall, wenn ihr hier seid, mal durchzulaufen. Verschiedene Schautafeln, die Honigbiene zum Beispiel. So, und jetzt sind wir im Bienenhaus drin. So, und jetzt fängt die erste schöne hügelige Landschaft an. Schön hier. So, jetzt kommen wir gleich zur Hilderhütte, noch 1,5 Kilometer. Und da müssen wir hoch. Dann gehen wir mal. Hey zusammen, was ich an dieser Tour liebe vom Glaswaldsee, es geht ziemlich am Anfang straight gerade den Berg hoch. Also ja. 2 Kilometer circa, eine sehr schöne Steigung. Wir haben es aber geschafft. Ja. Aber herrlich. Ich glaube, solange ich noch rede, kann ich für alles gut. Ne?
hier bei dieser Tour ist man gerade auf dem Bannwaldabschnitt und hier ist einfach schön zu sehen, wie die Natur sich alles wieder zurückholt. Ich zeige euch mal ein paar Sachen, mal richtig schöne Sachen. Bleibt dran. Oder auch hier. So, jetzt haben wir schon 2 Kilometer hinter uns, wo es bergauf geht. Yay! Und es geht immer noch bergauf. Aber wir haben es gleich geschafft. Wir sind bald bei der Hilderhütte. Dann melden wir uns nochmal. Ja, ich freue mich auf das Essen hier. Ich bin hungrig. Und zwischendrin einmal so kleine Ausblicke. Man sieht heute nicht viel, weil es sehr neblig ist und die Wolken sehr tief hängen. Aber trotzdem schön. Wie ist eine kleine Heidelandschaft, sieht sie aus. Mit den kleinen Büschen, herrlich. Erster Zwischenstopp, unsere Hilderhütte. Und jetzt machen wir erstmal ein zünftiges Vespa. Kommt mit. Sieht immer richtig cool aus. Hier mit der Bank. Immer wieder im Bannwald. Ihr müsst auch übrigens darauf achten, das ist hier ein Naturschutzgebiet, wenn ihr mit dem Hund mit dabei seid, dass ihr hier eine Leinenpflicht habt. Einfach herrlich hier entlang zu laufen. Echt schön. Das Einzige, was man hört, sind wiederum die Vögel und uns, aber wir haben sonst hier keinerlei Nebengeräusche. Wunderschön hier zu laufen. Hier ist einfach nur herrlich. Hier, schaut euch mal diesen kleinen Pfad an, nur toll. Und da müssen wir jetzt entlang. Wunderschön. Jetzt wird es ein bisschen sumpfig. Aber man kann ganz gut drumherum laufen. So, das ist die letzte der Hütte. Einer von den bisher ja, 3 Hütten, die wir auf dem Weg begegnen. Schon ein bisschen schon alt hergebracht, aber schön zum Sitzen. Aber jetzt geht es direkt zum schönen See, dem blauen Auge des Schwarzwaldes. Ja, ich freue mich. Und da kann man sich auch nicht unterstellen, es regnet, eine Pause machen. Und hier ein kleines Feuerle. Ob das jetzt eine offizielle Grillstelle ist, mag ich zu bezweifeln. Manche nützen es halt, aber gut. Aussichtspunkt angekommen. Von hier aus sehen wir zum Glaswaldsee. Genießt den Ausblick. Herrlich hier. Wahnsinn. Musik.
haben das Hauptziel geschafft, der Glaswaldsee. Ist wirklich wunderschön. Wird auch als das blaue Auge des Schwarzwalds bezeichnet. Teils auch als schwarzes Auge. Also beurteilt selbst mal, wie findet ihr es? Und hier machen wir erstmal Vesper. So, frisch gestärkt nach unserer Pause geht's jetzt weiter. So, und jetzt noch einen letzten Eindruck vom See. Und jetzt gehen wir weiter. Hier ist ein Gedenkstein. Hier sind in der Nacht am 29. Juli 1944 7 britische Soldaten abgestürzt mit ihrem Flugzeug. Von 1913 ist hier eine Hütte. Schön gemütlich. Hier kann man dann sogar das Fenster aufmachen. Nicht schlecht. Am Schluss läufst du noch daran vorbei. Rippoldsauer Mineralquelle. Schluschen die ganze Zeit die ganz, ganz schmale Pfade Richtung Parkplatz, Richtung Auto. Richtig urig, macht Spaß zum Laufen.